Wir stehen hier im Südringtreff. Es ist schon richtig was los. 14 Uhr, die Veranstaltung hat kaum angefangen. Die Sachsenhäuser haben eingeladen. Und neben mir steht der Gerhard Neudert. Und wer nicht kennt, kann nicht in der Hattersheimer Siedlung gewohnt haben. Und der Gerhard Neudert ist ein Sachsenhäuser und hat das Ganze ein Stückchen weit mit aufgezogen. Was können wir denn heute hier alles erleben? Ja, der Sachsenhausen, das ist eigentlich das Teil, was über den Eisernen Steg, so sagte man früher, weil die Brücke, die wir jetzt neu haben, ja früher ein Steg war, der aus Eisen war. Und die Bahnlinie hat Hattersheim ein bisschen geteilt. Und so haben wir gesagt, naja, das ist wie in Sachsenhausen. Und die Menschen, die hier aufgewachsen sind und die hier gelebt haben, das waren die Sachsenhäuser. Und Tradition war auch hier der Äppelwein. Ne? Und zwar die Gaststätte der Erholung. Da ist ja der Äppelwein selbst gekeltert worden. Er war es jetzt gerade. Und deswegen auch die Zeit, der Herbst. Da wollen wir auch noch mal ein bisschen an die Erholung erinnern, an die richtige Äppelwein- und Kälterzeit. So wie das hier früher mal war. Ja. Und es gibt heute hier eine Ausstellung, es gibt Vorträge von Zeitzeugen. Also ein alter oder einer der ältesten Hattersheimer Stadtteile, kann man sagen, der Neuzeit, ja, feiert seine Historie heute hier im Südringtreff. Ja, das war so. Es gab einen Artikel im Februar von dem Hans Weber über die Kriegszeiten, über damals einen Luftangriff auf die Bahnlinie. Da ist ein Krieg beschossen worden und das ist in der Zeitung gestanden. Und das hat mich neugierig gemacht, was war denn eigentlich hier los? Wir haben ja eine Geschichte hier in Sachsenhausen. Und da wollte ich mal hören, was steckt da dahinter? Und da habe ich mir Zeitzeugen gesucht. Ich kannte noch den einen oder die andere. Die haben wir dann gefragt und die hat mir dann gesagt, wie das eigentlich gewesen ist. Und ich habe da gemerkt, dass da ein ganz großes Interesse besteht. Und ich dachte, habe dann versucht, in irgendwelche Zeitungen und auch in Hattersheimer Geschichtsbücher nachzufinden, da stand nichts über Sachsenhausen. Aber das kann doch gar nicht wahr sein. Hier in unserem schönen Stadtteil, das wird überhaupt nicht erwähnt. Und daraufhin kam es dann so, dass ich die angesprochen habe. Und das hat sich auf einmal entwickelt. Und haben wir gesagt, na ja gut, dann machen wir mal eine Ausstellung. Haben wir Bilder zusammengetragen und mal gucken, was heute bei rauskommt. Und hier sind ja schon einige Beispiele. Das heißt, ihr habt ja wirklich in dem ganzen alten Fundus zusammengesammelt. Ihr habt Häuseransichten, da steht die Erholung noch völlig frei. Heute ist das alles zugebaut. Man kann es wiedererkennen, wenn man sich ein bisschen auskennt, aber was ihr hier zusammengetragen habt, eine wirklich tolle Leistung, wie ich finde. Ja, das ist also ganz toll und ich muss also sagen, das war immer eine Veranstaltung, die richtig Spaß gemacht hat, wo jeder mitgeholfen hat, aber da ist eine Harmonie da, das ist also ganz toll. Und wir wollen ja eigentlich nicht so unbedingt das Geschichtliche zeigen, das heißt ja auch Geschichte und Geschichten, weil es sind ja hier auch so ein bisschen Lebensgeschichten passiert und die werden heute auch vorgetragen. Und wir wollen eigentlich die Menschen hier im Vordergrund mal zeigen und darstellen, wie haben wir gelebt. Das war eine Harmonie auch damals vorhanden und jetzt entwickelt sich die Siedlung ja auch weiter und eigentlich sind wir auch stolz und wir sind auch stolz, dass wir jetzt hier diesen Südringtreff haben. Und vielleicht können wir da nochmal eine Brücke verbinden zwischen, wie haben wir früher gelebt, mit den neuen Bürgern und mit uns Altbürgern und da gemeinsam vielleicht feiern, erleben und hier dieses unser Sachsenhausen wieder neu ins Leben zu rufen und dass es hier ein bisschen wieder steigt. Und wir haben ja schon mal so ein bisschen rumgesponnen, auch im Vorfeld über diese ganze Sache, schon vor Jahren, wo wir uns gesagt haben, Mensch, es gab früher diese Stadtteilfeste, es gab die Straßenfeste. Da ist so ein bisschen die Identifikation verloren gegangen, das ist alles nicht mehr passiert. Durch das Stadtteilbüro hat dieser Stadtteil wieder angefangen, so ein bisschen zu leben. Die Leute sind zusammengerückt. Das ist gewissermaßen auch eine Art Startschuss mit den Sachsenhäusern, weil es ist jetzt so, ich sag mal so, die verlängerte Friedenstraße für denjenigen, der sich nicht so gut auskennt. Aber es gibt ja die Breslauer und die Teplitzer und die Pregel und die Mainstraße und wie auch immer, die ja auch ihre ganz originären eigenen Geschichten zur Geschichte und ihre eigenen Menschen haben. Da kommt noch mal was nach, da bin ich mir sicher. Ja, das wäre eine ganz tolle Geschichte. Wir haben jetzt erstmal mit dem Ursprung, mit der Friedenstraße angefangen, als Sachsenhausen. Dann hat sich das ja auch weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile schon wunderschöne Bilder. Und es ist geplant, vielleicht im nächsten Jahr etwas über die Friedenstraße, Breslauer Straße, so wie sich die Siedlung im Einzelnen entwickelt hat, weiterzuführen. Und da rufen wir auch alle interessierten Leute auf, die vielleicht noch Bilder haben oder die vielleicht nette Geschichtchen oder Geschichten zu erzählen haben. Und wir wollen das aufschreiben, notieren und festhalten für die Zukunft. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch mal was sagen. Haben wir am Anfang so ein bisschen verschluddert. Das Ganze ist eine Initiative von, woher ging das aus? Das warst ja nicht nur du alleine, das war eine ganze Gruppe von Menschen, die sich dort engagiert hat. Also die Veranstaltung läuft unter dem Verein Südringtreff, der das ausrichtet. Und die Bürger, die Sachsenhäuser, die haben da gleich gesagt, da helfen wir mit. Und das läuft so ähnlich wie beim runden Tisch.
so eine Form der neuen Demokratie oder der Urform der Demokratie, wie unser Bürgermeister das sagt. Und so ist das auch hier abgelaufen. Das ist eigentlich wunderbar. Und ich muss sagen, die Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich sehe gerade, du fängst schon langsam mal ein bisschen zu trappeln, weil an allen und Ecken hört man schon, die Leute kommen, wo bleibt der Gerhard? Du hast noch einiges zu tun. Und wir schauen uns hier noch um und wünschen uns beiden einen wunderschönen Nachmittag. Danke dir. Schönen Dank. Zwar Buben spielen, flicken sie und kriegen in einen Drachen. Du Roder gibt die Flicker her und fahren ist der Skat. Sie haben alle Wunderkeit, sie haben nicht an uns. Denn wenn ich sehr gut schnapp habe, dann drehst du dich in Kraft. Die Garage aus dem Gladbeckers, die hat der Beut am Main. Und es vom Rauschen, Gott sei Dank, es klebt die Polizei. Ja, die Garage aus dem Gladbeckers, die hat der Beut am Main. Und es vom Rauschen, was so alle sind. So in all seiner Zimmer gefällt mir's gar nimmer, ich bin in dem Häuschen allein. Doch in all seiner Zimmer gefällt mir's gar nimmer, ich bin in dem Häuschen allein. Ich war so schön Mädchen am Mann, das ist nicht so groß, nicht so klein. Das Herz wie das nehm ich zum Weibchen, dann bin ich auch nicht mehr allein. Das herzige Läubchen, das nehm ich zum Weibchen, dann bin ich auch nicht mehr allein. Ich war in der Häuschen am Mann, das ist nicht so groß, nicht so klein. Doch das Herz, liebe Weibchen, hat ein Deibel im Leibchen, ach wär ich doch wieder allein. Doch das herzige Weibchen hat ein Deibel im Leibchen, ach wär ich doch wieder allein. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will am Anfang erstmal sagen, wer ich bin, weil mich wahrscheinlich nur einige von Ihnen kennen, manche nicht. Mein Name ist Philipp Neuhaus. Ich bin hier auch fast in Hattersheim geboren, nämlich in Urkriftel. Habe da auch viele Jahre gelebt, aber seit einem Jahr wohne ich auch hier in der Siedlung, hier in diesem Haus, im Südring 16. Und so kommt meine Verbindung eigentlich hierher, dass ich auch hier heute stehe und ein bisschen das durch das Programm führe. Ich möchte eine Sache vorne wegschicken, wir machen es eigentlich am Anfang, wir machen es aber auch nachher nochmal. Ich bin eben hier immer ein bisschen durchgelaufen und geguckt und habe so viele freudige Gesichter gesehen und es ist ein großes Zusammentreffen. Und ich möchte schon mal am Anfang ein ganz herzliches Dank sagen an denjenigen, der das Ganze initiiert hat. Vielen Dank an den Gerhard Neudert. Der erste Vortrag beschäftigt sich mit dem Beginn hier in Sachsenhausen und in der Siedlung. Und ich möchte nach vorne bitten, die Frau Meta Dietz. Frau Dietz, ich möchte Sie erstmal kurz vorstellen. Meta Dietz ist der Name, ist ein echtes Hattersheimer Mädchen, in Hattersheim geboren, hat ihre Kindheit ab dem 6. Lebensjahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, hier in Sachsenhausen, in Hattersheim, Sachsenhausen verbracht, bis zum 15. Lebensjahr und hat deshalb viel mitbekommen. Hat sich auch schon in... 15. Vorgestern haben Sie mir gesagt 16 Jahre, aber ich sage auch gern 20, ist kein Problem. Also sie kennt sich bestens aus hier in der Hattersheimer Siedlung.
Sie hat sich engagiert, hat zu mir gesagt, beispielsweise im Basarkreis der evangelischen Gemeinde hier in Hattersheim ist sie einigen bekannt. Und sie hat es ein bisschen schwer, weil der erste Vortrag, da muss man immer noch ein bisschen durchatmen. Und deswegen wünsche ich ihr, dass alles gut geht. Und sie hat wirklich einen tollen Vortrag vorbereitet. Ihr Thema, die Anfänge der Hattersheimer Siedlung. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Herr Neuhaus hat mich Ihnen ja bereits vorgestellt und den meisten unter Ihnen dürfte ich bekannt sein. Und wenn ich mich jetzt hier so umsehe, dann habe ich das Gefühl, wir feiern hier heute ein großes Familienfest. Da ich meine Kindheit und Jugend in Sachsenhausen verbracht habe, möchte ich versuchen, von den allerersten Anfängen zu berichten. Die Anfänge einer kleinen Siedlung jenseits der Bahnlinie südöstlich von Hattersheim waren lange vor meiner Zeit. Folglich kann ich Daten und Namen nicht sicher benennen. Also die Daten, die stimmen einigermaßen, die ich jetzt so ansage. Aus diesem Grund werde ich auch keine Namen nennen. Selbst in den Hattersheimer Archiven und Ämtern sind hierzu keine Aufzeichnungen mehr zu finden. Und alles, was ich jetzt hierüber berichte, haben mir alte, ehemalige Bewohner und Bewohnerinnen Sachsenhausens erzählt. Und so soll oder könnte es gewesen sein. Begonnen hat alles vor über 100 Jahren. Man nimmt an, um die Jahrhundertwende. Um diese Zeit hatte sich eine kleine Ziegelei niedergelassen. Sie lag auf dem Gelände, wo nach dem Krieg die Firma Holzschwärzel ihren Betrieb eröffnete. Heute befindet sich dort der Schulzmarkt und verschiedene kleine Firmen. Besitz- und Betreiberverhältnisse der Ziegelei sind unklar. Auch die Eigentumsverhältnisse des zu bebauenden Areals. Es könnte zum Teil Eigentum, zum Teil angepachtet gewesen sein. Denn die Größe war beträchtlich. Und dieses Areal wurde von den heutigen Straßen am Eisernen Steg, Bregelstraße, Breslauer Straße bis fast zum Welschgraben umschlossen. Und durch Abtragung des Lehms, den man zum Brennen der Ziegel brauchte, entstand ein großes Abraumgebiet, eigentlich zwei. Es wurde von einem Feldweg der heutigen Danziger Straße durchschnitten, eine kleine Brücke und ein Durchgang verbanden es miteinander. Im Volksmund nannte man dieses Gebiet die Russenkaut oder die Kaut. Russen waren hier, wie angenommen, allerdings nicht beschäftigt. Die glaubhaftere Erklärung besagt, dass die Backsteine, die man hier herstellte, in ihrem Aussehen nicht ganz gleichmäßig waren. Zudem noch hart gebrannt, unterschiedlich in der Färbung und teilweise wie glasiert. Also die waren knochenhart, die sind unvergänglich. Sie wirkten wie verbrannt. Diese Backsteine nannte man Russen und die Arbeiter Russenbrenner. Und sinnigerweise heißt der Schulzmarkt an der gleichen Stelle Russenladen. Er verkauft natürlich keine Backsteine und auch keine Russen. Er verkauft russische Produkte. Aber es ist schon mal interessant manchmal, wie sich so Namen immer so nacheilen. Eines dieser zwei Abraumgebiete war um einiges größer, aber von geringer Tiefe. Es bot sich hiermit für die künftigen Anwohner zur Nutzung an. So wurden kleine Gemüsegärten, Wiesen, Behausungen für Kleintiere, manchmal auch etwas größer, angelegt. Für uns Kinder blieb ein unerschöpfliches Terrain zum Spielen und Toben. Die angrenzenden Felder und Wiesen gaben uns noch zusätzlich das Gefühl von grenzenloser Freiheit. Die heute praktizierte dichte Bebauung in den neuen Wohngebieten lässt dieses Gefühl hauptsächlich bei den Kindern nicht mehr zu. Es wäre schön, wenn man hier in Zukunft großzügiger planen würde, damit Kinder nicht mehr als Störenfriede empfunden werden. Wir hatten trotz Krieg und Armut in dieser Hinsicht eine glückliche Kindheit. Nachdem nun hier eine Ziegelei jede Menge Backsteine herstellte und genügend freies Land vorhanden war, lag es nahe, in diesem Gebiet Wohnhäuser zu bauen. Und dies geschah ab dem Jahre 1902 entlang der heutigen Straße am Eisernen Steg. Damals noch Frankfurter Straße, aber darauf komme ich nochmal zurück. Haus um Haus entstand so im Verlauf von drei Jahrzehnten. Nach der vorderen Häuserzeile schloss sich eine auf der Rückseite an. Und man weiß nicht so genau warum, vielleicht durch den Ersten Weltkrieg oder der Inflation in den 20er Jahren,
Die Produktion der Ziegelei wurde eingestellt. Im Jahre 1929 sprengte man den Schornstein und der Ringofen wurde abgetragen. Und mit einem Teil dieser anfallenden Steine ist die letzte Baulücke in diesem Gebiet geschlossen worden. 1930 entstand der kleine Wohnblock am Ende der jetzigen Friedensstraße in Richtung Sindlingen. Bauträger dieser sogenannten vier Doppelhäuser mit zusammen 22 Zimmerwohnungen war die Bauhütte GmbH, einer sozialorientierten Firma aus Frankfurt. Und nachdem Hitler an die Macht kam, wurde dieser kleine Wohnblock von der neuen Heimat übernommen und nach dem Krieg von der GewoBAK. Dieses war nun auch unsere kleine neue Heimat. Jeden Monat kam eine Dame aus Frankfurt und kassierte die Miete. Sie betrug, sag und schreibe, 25 bis 28 Reichsmark. Später übertrug man diese Aufgabe einem Mieter, Herrn Vogel, besser noch als Opa Vogel bekannt. Hausmeister und Luftschutzwart in einem. Und dieser Aufgabe drückte er seine ganz persönliche Note auf. Man kannte sich und war füreinander da. An dem Tag, wenn er die Miete kassierte, also ich schätze mal, der hat bestimmt 3 Tage gebraucht, gell? Er konnte seine Familie ihn abschreiben, 20 Mal die Miete kassieren, Schwätzchen halten und an Weihnachten ein Schnäpschen trinken, sofern eins vorhanden. Bei kleineren Reparaturen immer behilflich und auch mal einen Hasen schlachten, denn die meisten Männer befanden sich an der Front. Für die damalige Zeit stellte dieser Wohnblock für Hadesheim etwas völlig Neues dar. Lebens- und liebenswerte Wohnungen für kleine Leute. Dieses Konzept war praktisch ein Vorläufer für den sozialen Wohnungsbau. Als unsere kleine Familie, bestehend aus meiner Mutter und ihren 2 Kindern, dort eingezogen ist, mein Vater war zu dieser Zeit schon in Russland, haben wir uns sofort wohlgefühlt. Das musste auch meine Großmutter zugeben, die anfangs sehr skeptisch war und dann auch noch Sachsenhausen, gell? Und diese Art zu wohnen überhaupt nicht kannte. Ich höre noch heute ihren Ausspruch, als sie dann bei ihrem ersten Besuch aus dem Wohnzimmerfenster schaute. Da sagte sie doch: Martha, du hast die Sonne hier aus erster Hand. Da war sie versöhnt. Einen solchen freien Blick über die Felder und Wiesen war sie nicht gewohnt. Ungünstig für die kleine Ansiedlung jenseits der Bahnlinie wirkte sich der Bau des Autoparks im Jahre 1911 bis 12 aus. Mit dem Wegfall der Bahnschranken und des Übergangs an der Frankfurter Straße in Höhe des Eisernen Stegs war sie vom Durchgangsverkehr abgeschnitten. Die weiterführende Frankfurter Straße, eine Landstraße erster Ordnung, hörte hier auf. Also wenn man sich vorstellt, diese Straße kam vom Rheingau her, führte über die Dörfer durch Hadesheim, hier hinten über die Bahnlinie, dann Richtung Sindlingen-Frankfurt. Den Grund für diese Maßnahme möchte ich Ihnen kurz erklären. Deutschland war zu jener Zeit eine Monarchie und wurde von Kaiser Wilhelm II. Regiert. Wenn er in Wiesbaden zur Kur weilte, fuhr er sehr gerne in den Taunus und nach Bad Homburg. Auf dem Weg dorthin kam er auch zwangsläufig durch Hadesheim und musste eben an besagter Bahnschranke anhalten, wenn ein Zug vorbeifuhr. Und so wurde auf Veranlassung ihrer kaiserlichen Majestät die Kaiser-Wilhelm-Brücke über die Bahnlinie gebaut, unser sogenannter Autoberg. Also Kaiser-Wilhelm-Brücke hat nie jemand gesagt und meine Mutter, als sie mir das erklärte, war ich ganz erstaunt. Und das habe ich mir dann auch angesehen und dann stand tatsächlich auf dem Brückenbogen, also auf der ersten Ausführung, Kaiser-Wilhelm-Brücke. Ein kleiner Eisen... Wo bin ich jetzt? Ja... Das kleine Wohngebiet jenseits der Bahnlinie hieß nun hintere Frankfurter Straße. Ein kleiner eiserner Steg, das waren zwei Eisenstände und da waren dann Paulsbohle drauf, aber es war der eiserne Steg, stellte die Verbindung zum Ortskern her und im Volksmund nannte man diese kleine Siedlung nun Sachsenhausen. 5 Jahrzehnte lang bestand so nur ein kleines Wohngebiet jenseits der Bahnlinie. Innerhalb dieses Zeitraums entstanden noch 2 kleine Gehöfte im Feld, das der Familien Faust und Heislitz, die 1934 bis 1935 gebaute Siedlung der IG Farben, später Höchst AG in Wiesfeld, und 2 Wohnhäuser, das der Familien Hofmann und Bayer. Nur, das war nicht Sachsenhausen. Also Sachsenhausen war tatsächlich nur dieses kleine Wohngeviert da an der Bahnlinie. Aber es besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Frankfurter Sachsenhausen.
Deshalb auch die Verwechslung, das ist nicht so ähnlich, das Ganze. Hier wie dort gibt es eine Trennung, in Frankfurt der Main, bei uns die Bahnlinie und als verbindendes Element einen eisernen Steg. Und wie wir alle wissen, ist in allem, was der Volksmund sagt, auch ein Stück Wahrheit. Das im Jahre 1904 gebaute Gasthaus zur Erholung kältete einen im weiten Umkreis geschätzten Äppelwein. Und wenn die Gäste auch aus der weiteren Umgebung bei ihrem Stöffchen saßen, fühlten sie sich ganz wie im Frankfurter Sachsenhausen. Es war ja auch wunderschön. Diese Gastwirtschaft besaß einen großen Hof mit wunderschönen Kastanienbäumen drin. Das ist heute alles weg. Aber auch menschliche, soziale Vergleiche sind zu finden. Noch vor dem 11. bis 12. Jahrhundert, so der Sage nach, sollen durch Zwangsumsiedlungen Karls des Großen Sachsen auf der gegenüberliegenden Seite von Frankfurt und des Mains angesiedelt worden sein. Vornehmlich kleine Leute, wie Fischer, Schiffer, Handwerker und Bauern hat man hierher gebracht. Und die vornehmen Franken auf der Frankfurter Seite sollen immer etwas verächtlich auf die Sachsen herabgeschaut haben. So ähnlich ging es auch uns. Wenn man sagt, ich wohne in Sachsenhausen, hat der Gesprächspartner immer etwas irritiert reagiert. Er hat seinen Oberkörper etwas gestrafft und ganz minimal eine Augenbraue hochgezogen. Ich habe immer gedacht, verstehe ich nicht, ist der du? Der weiß gar nicht, wie schön es da hinaus. Dieses Verhalten ist uns Kindern natürlich nicht verborgen geblieben. Es hat uns nicht geschadet. Und wir haben auch keinen seelischen Knacks bekommen. Im Gegenteil, ein gesundes Selbstbewusstsein hat sich daraus entwickelt. Aber es soll ja tatsächlich Leute geben, die sich da etwas schwer tun. Die waren vielleicht auch nicht ganz so glücklich in dem Sachsenhausen, ich weiß es nicht. Also heute jedenfalls haben sie keine Verbindung mehr. Also sie fühlen sich, sie wissen überhaupt nicht mehr, dass sie da groß geworden sind. So ist es. Nach dem Krieg begann sich die abgegrenzte Wohnlage zu ändern. Es wurde Wohnraum gebraucht für die vielen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Viele neue Häuser wurden gebaut und auch richtige geteerte Straßen. Bis dahin bewegten wir uns nur auf Feldwegen. Unter dem ersten Bürgermeister nach dem Krieg, Herrn Alfred Ems, von den Amerikanern kommissarisch eingesetzt, entstanden 1949 die ersten Häuser in der späteren Friedensstraße, die Alfred-Ems-Siedlung. Leider ist der Hinweis auf einem dieser Häuser übertüncht worden. Und der Bürgermeister, Herrn Ladislaus Winterstein, erfolgte die große Erweiterung der Siedlung südlich der Bahnlinie. Mit dem Ausbau der Straße am Südring und vielen privaten Häusern entwickelte sich ein richtiger kleiner Stadtteil. Von den Anfängen im Jahre 1900 bis heute sind über 100 Jahre vergangen. Das muss man sich mal vorstellen. 100 Jahre, wenn man sieht, wie schnell heute ein kleiner Stadtteil hochgebaut wird, dann ist das doch eine relativ lange Zeit. Heute spricht man nicht mehr von Sachsenhausen, aber in unseren Erinnerungen ist es noch sehr lebendig. Einige der hier anwesenden ehemaligen Bewohner werden Ihnen anschließend noch einiges aus dieser Zeit erzählen. Die Siedlung am Südring, so die heutige Bezeichnung, ist heute wie damals teilweise ein kleinbürgerliches Wohngebiet, dessen Lebensbedingungen nicht ganz so optimal sind. Die Versorgung mit Lebensmitteln und den kleinen Dingen des Alltags gerade ausreichend. Hier gibt es keine Apotheke, keinen praktischen Arzt. Beides wäre angesichts der vielen älteren Bewohner und der vielen kleinen Kinder, die hier leben, zu befürworten. Eine Schule gibt es auch nicht auf dieser Seite. Vielleicht wären noch ein paar Annehmlichkeiten angebracht in Form einer Eisdiele oder eines netten kleinen Cafés. Was geblieben ist, das sind die weiten Wege in das Zentrum Haddersheims. Aber wir wollen nicht meckern. Bequemer und schöner sind sie allemal geworden. Heute fährt eine Buslinie dorthin und noch weiter. Vor 60 Jahren haben wir Sachsenhäuser schon davon geträumt. Und nicht zu vergessen, ein wunderschöner neuer stromlinienförmiger Steg führt über die Bahnlinie und die Straße am Autoberg. Drei Treppen, Auf- und Abgänge, zwei große Rampen für Kinderwagen und Radfahrer. Nicht auszudenken für uns Kinder, wenn wir diesen damals schon gehabt hätten. Die neue behindertengerechte Unterführung im Nex ist nun auch ihrer Bestimmung übergeben worden. Und damit hat die Bahnlinie ihre trennende Wirkung verloren.
was das kleine Wohngebiet Sachsenhausen früher auszeichnete und so liebenswert machte. Das waren die Menschen, die dort lebten. Und Sie werden das auch sicher an den Bildern in der Ausstellung ersehen können. Das sind sehr, sehr familiäre Bilder, aber sie zeigen doch sehr viel von unserem Lebensgefühl und von der Art, wie wir dort lebten. Nähe, menschliche Wärme und Hilfsbereitschaft selbstverständlich. Hier war niemand einsam und allein. Und während der Luftangriffe im Krieg verbrachte man ganze Nächte gemeinsam im Luftschutzkeller. Es war wie in einer großen Familie. Ja, und in diesen Nächten sind auch Kinder geboren worden. Bei uns im Haus waren das 2 Stück. Und gerade in diesen bunten Nächten. Es war einmal der Peter Simoni, ist in so einer Nacht geboren worden. Und an eine kann ich mich ganz besonders erinnern, das war der Helmut Taylor Klepper. Wo ist er, der Gute? Da, ja. Also das war eine Nacht, die war schrecklich. Rundum war die Hölle los, die Bomben sind gefallen. Und da soll ein Kind geboren werden. Also wir Kinder hatten eine große Angst. Und in dem Moment kommt dann die Großmutter völlig aufgelöst in den Luftschutzkeller und hat das kleine neugeborene Bündel im Arm, so im Kissen drin. Und vor lauter Aufregung hat sie ja das Kind verkehrt rum im Arm gehabt. Mit dem Kopf nach unten und mit den Füßen nach oben. Aber ich denke, es hat ihm nicht geschadet. Als meine Mutter nach dem Krieg arbeiten gehen musste, konnte sie mich unbedenklich allein zu Hause lassen. Da gab es immer Mütter und Nachbarn, die mit aufpassten. Aber Paradiese sind vergänglich. Dies lehrt uns schon die Bibel. Als Adam in den Apfel biss, mit dem Eva ihn verführte, mussten sie es verlassen. Auch wir Sachsenhäuser mussten diese schmerzliche Erfahrung machen. Mitte der 50er Jahre wurde die Russenkaut in Bauplätze aufgeteilt. Und der Quadratmeter für 50 Pfennig. Später war es dann etwas teurer verkauft. Die meisten der ehemaligen Nutzer konnten sich dieses Paradies nicht mehr leisten. Ich weiß, dass das sehr schwer vorstellbar ist, aber es war nicht möglich. Es waren ja viele Mütter allein zu Hause geblieben, die Männer sind nicht mehr zurückgekommen. Wenn man sich den Bauplatz vielleicht hätte kaufen können, aber ein Haus bauen, das war unmöglich. Es gab keine preiswerten Bankkredite und auch keine Bausparverträge. Dieses Wartebilde ist ja erst später geboren worden, also da war nichts drin. Eine Familie ist es allerdings gelungen, das ist die Familie Dorn-Neudert. Die hat sich dort ein Stück gekauft und hat es auf ein schönes Haus draufgestellt und auch einen Handel eröffnet. So, meine Einführungen in die Anfänge der Siedlung sind nun zu Ende. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein lebendiges und verständliches Bild aus dieser Zeit vermitteln konnte. Für Ihr aufmerksames und geduldiges Zuhören bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen vergnüglichen Nachmittag und Abend. So, der erste Vortrag haben wir. Jetzt kommt der zweite. Spielt auch noch in der Vergangenheit und zwar ziemlich weit, Anfang der 30er Jahre. Frau Anni Neudert. Auch die Anni Neudert möchte ich kurz vorstellen, auch wenn es vielleicht überflüssig ist, weil sie jeder kennt. Als 3-jähriges Mädchen ist sie hier nach Sachsenhausen gekommen. Und die Familie Neudert ist ja eine sehr bekannte Familie in Hattersheim. Sie hat 2 Kinder, einmal die Christine Martin, die auch da ist, und den Gerhard Neudert natürlich. Die Familie Neudert ist deshalb so bekannt, weil sie 2 Geschäfte geführt hat hier in Hattersheim. Einmal erst ein Holzgeschäft und danach ein Getränkehandel. Und die Frau Anni Neudert ist natürlich auch bekannt, weil sie sehr aktives Vereinsmitglied auch ist, viele, viele Jahre gesungen hat, mehr als 50 Jahre aktive Sängerin im Kirchenchor St. Martinus. Und heute ist sie hier und berichtet uns, wie sie es empfunden hat, als sie in die Hattersheimer nach Hattersheim Sachsenhausen kam, Anfang der 30er Jahre. Bitte schön. Dankeschön. So, wir weißen schon. So. Die neue Heimat baute das erste neue Haus in Sachsenhausen. Also es wurde von der neuen Heimat gebaut. Im Juli 1931 konnten die ersten Familien in das damals sehr moderne Haus in der hinteren Frankfurter Straße einziehen. Später wurde die Straße in Friedensstraße umbenannt. Im Ort war das moderne Haus bekannt unter dem Namen der Block. Das Haus war so groß,
dass 20 Familien darin wohnen konnten. Es war aufgeteilt in 4 Eingänge zu je 5 Wohnungen. Jede Wohnung hatte eine Küche mit Kohlenherd, 2 Gaskochstellen und einen großen Wasserstein mit fließend kaltem Wasser. Damals hatten wir noch keine Heizung gehabt. Zusätzlich zu unserer elektrischen Lampe gab es eine Gaslampe. Diese Gaslampe hing direkt an der Gasleitung. Als Docht diente ein Strümpfchen, welches mit einem Streichholz entzündet werden musste. War die Lampe an, war es sehr hell. Wurde jedoch zusätzlich auf Gas gekocht, dann wurde es recht schnell dunkel. Um das Gas aufdrehen zu können, musste man ins Treppenhaus gehen und einen Groschen in den Zähler werfen. Jede Wohnung hatte einen eigenen Zähler. Neben der Küche befand sich eine kleine Speisekammer. Außerdem gab es ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, in denen echtes rotes Linoleum verlegt war. Als ganz modern galt die Toilette, die sich in einem extra Raum innerhalb der Wohnung befand, da sie bereits über eine Wasserspülung verfügte. Sie lebt noch. An den Wohnungstüren befand sich neben einem Briefschlitz für die Post ein Schiebefenster, ähnlich wie einem heutigen Türspion. Doch das Fenster ging so ziemlich weit auf, dass man richtig rausgucken konnte. Die Türen waren abschließbar. Da die Türen abschließbar waren, konnte man endlich entscheiden, wer hinein durfte und wer nicht. Zu jeder Wohnung gehörte eine Mansarde im obersten Stockwerk. In der Mansarde befand sich ein Gemeinschaftsspeicher für die 5 Familien. Der Bodenbelag des Treppenhauses war aus echtem Parkett, welches erst mit Stahlspäne gereinigt und dann mit weißem Wachs poliert werden musste. Das ist natürlich, nach dem Krieg war das ja dann nicht der Fall. Kommen wir nun zum Keller. Jede Familie hatte einen abgeteilten Kellerraum, in dem Kohle, Kartoffeln und Eingemachtes gelagert wurde. Darüber hinaus befanden sich im Keller eine gemeinsame Waschküche, ein gemeinsamer Trockenraum, ein gemeinsamer Fahrradkeller und ein gemeinsam zu nutzendes Bad. In der Waschküche befand sich ein Kupferkessel, in dem die Wäsche gekocht wurde. Nach dem Kochen musste jedes einzelne Wäschestück gebürstet, ausgewaschen und gerungen werden. Zum Trocknen wurde sie dann in den Trockenraum oder in den Hof gehängt. Während des Krieges diente jener Trockenraum als Luftschutzraum. Im Bad stand eine Badewanne und ein großer Wasserkessel, der mit Holz und Kohle erhitzt wurde. Das ist jetzt in meinem dritten Lebensjahr zog ich mit meinen Eltern in das Haus Nummer 4. Wir wohnten direkt im ersten Stock auf der linken Seite. Ausgezogen bin ich 1956, sprich 25 Jahre später. Meine Familie baute ein Haus direkt gegenüber, die heutige Friedenstraße 31. Bevor unser Haus gebaut wurde, befand sich auf dem Grundstück, das früher als Kaut bezeichnet wurde, Gärten, die den Familien im Block gehörten. In denen Gärten wurde unter anderem auch Tiere gehalten, zum Beispiel Ziegen, Hasen, Schweine, Gänse, Enten und Truthähne. Das Gebiet Sachsenhausen umfasste die heutige Straße am Eisernen Steg und die Friedenstraße Nr. 22 bis 34, also die damalige hintere Frankfurter Straße. In diesem Gebiet wurde bereits 1904 die Gaststätte zur Erholung gebaut. Die Gaststätte beinhaltete eine Kegelbahn und eine Gastwirtschaft. Am Eisernen Steg Nr. 9 konnte man bei Familie Beck Milch kaufen. Das Lebensmilchgeschäft der Familie Meyer befand sich am Eisernen Steg 13,
Dort wurde unter anderem Butter und Marmelade in großen Fässern verkauft. In unserer Straße gab es zusätzlich die Metzgerei Wolstadt. Hier wurde selbst geschlachtet, so konnte man Wurstsuppe, frische Wurst und diverse Fleisch kaufen. Die Wurstsuppe gab es sogar umsonst. Leider wurden alle Geschäfte während des Krieges geschlossen. 1948, ein paar Jahre nach dem Krieg, eröffneten wir unseren Holzhandel. Dort verkaufen wir Latten, Bündelholz, Bauholz und zu Weihnachten auch mit unserem Goliath Christbäume. Diese Christbäume holten wir persönlich mit unserem Goliath aus dem Taunus. Bereits 1959 holten wir zum ersten Mal Wasser und Limonade für den Verkauf in Bad Vilbel bei der Firma Hassia. 1964 mussten wir das Holzgeschäft leider aufgeben, da die Leute zunehmend ihre Öfen mit Öl heizten. Von den Geschäften in Sachsenhausen sind bis heute nur die Gaststätte zur Erholung und bis jetzt auch noch unseren Getränkehandel übrig geblieben. Das war's. Vielen Dank. Vorstellen. 18 Jahre lang hat er hier in Sachsenhausen gelebt, von 1932 bis 1950. Ich habe Zahlen auch mal richtig im Kopf, das ist gut zu wissen. Er hat drei Kinder, drei Enkelkinder und da besteht auch eine gewisse Verbindung zwischen uns beiden, weil die Enkelkinder, die dürften so etwa in meinem Jahrgang sein, Anfang der 80er Jahre, und wir sind auch zusammen in die Grundschule gegangen. Das passt schon. Der Eugen Lauch ist auch ein aktiver Vereinsmensch hier im Sindlinger Schützenverein, glaube ich zu wissen. Und er hat sich eine relativ schwierige Thematik ausgesucht, nämlich er wird berichten von den Kriegsjahren hier in der Hattersheimer Siedlung. Bitte schön. Und dann kam der Krieg. Die Jugendzeiten der Sachsenhäuser Jugend verliefen bis 1939 eigentlich so, wie sie in allen Gemeinden, auch in Hattersheim, sich darstellten. Man wuchs heran, besuchte die Volksschule, privilegierte besuchten die sogenannte Mittelschule, kam mit 8 Jahren ins Jungvolk, bekam nach Ablegung des Pimpfeneides als Ehre ein Fadenmesser mit der Klingenaufschrift Blut und Ehre und war im Übrigen stolz wie ein Spanier auf die schiefe Uniform. Der Pimpfeneid lautete damals: Pimpfe sind hart, schweigsam und treu, Pimpfe sind Kameraden, des Pimpfen höchstens ist die Ehre. Die Älteren ab 12 Jahren kamen in die Hitlerjugend, wie es der größte Felder aller Zeiten wünschte zu sein, hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie die Windhunde. Es war im Grunde genommen eine recht sorglose Zeit zwischen Schulbesuch, Jungvolkdienst, HJ-Dienst, Geländespielen und zu glauben, was uns Ortsgruppenleiter und HJ-Führer im Sinne des Gröfers von uns wünschten. So zogen wir sorglos und mit Hurra-Geschrei, Sondermeldungen und dem Wolfsbrüll unseres Führers am 1.9.1939 der Krieg ein in unsere unwissenden Seelen. Für uns war der Kriegsausbruch der Beginn einer neuen, glorreichen Zeit. Und ein Hunsfort war der, welcher nicht an einen wunderbaren Sieg unserer in goldenen Wehr strahlenden Vaterlandsverteidigung glaubte. Aber es gab auch viele Skeptiker an der großen Sache. Zum Beispiel mein Vater, Teilnehmer im Ersten Weltkrieg, Erstürmung von Fort Douaumont, verwundet 4 Jahre französische Gefangenschaft.
Er prophezeite ein bitteres Ende nach dem Motto: Die anderen haben auch nicht geschlafen, zieh dir die Weltkarte an und mach dir deine Gedanken. Wenn wir nun tagelang am eisernen Steg standen und die endlosen Züge sahen, die mit Waffen, Geräten, Panzern und Kanonen, Personenwagen mit winkenden und lachenden Soldaten vorüberfuhren, so musste doch jeder Krieg gewonnen werden. Ab und zu flog auch mal ein Kamisbrot, eine Büchse Wurst oder eine Tafel Schokolade raus. Konnte es da was Schöneres geben? Die erste Ahnung hatten wir am 10.10.1939. Da schoss auf dem Rhein-Main-Flughafen und der Donnergetöse eine riesige Rauchwolke in die Luft und mit ihr die schöne, weithin sichtbare Zeppelinshalle. Von Sachsenhausen aus konnte man immer so wunderbar die Zeppeline landen und starten sehen. Vorbei. Im Jahr darauf ging die Wehrmacht daran, im Dreieck Ohrgefiss, Sindlingen, Sachsenhausen eine schwere Flakbatterie zu installieren. 8,8 Schüsse, 10,5 cm, Funkmessgeräte, Mannschaften, Munitionsbunker. Diese Anlage war eine wunderbare Anlaufstelle für uns Halbstarken. Nun kam langsam das Unangenehme. Langsam meldeten sich die Überflüge der alliierten Bombengeschwader. In den Nächten heulten die Sirenen erst Voralarm und dann Hauptalarm und dann gab es nur noch ab in den Luftschutzbunker und zwar mit Sack und Pack. Scheinwerfer suchten den Himmel ab und die Flakbatterien um das Gebiet. Höchst Flughafen Frankfurt schossen Sperrfeuer, dass die Scheiben klirrten. In den Kellern wurden die Volksempfänger eingeschaltet und die Luftlagemeldung abgehört. Man hörte nicht nur die Luftlagemeldungen, sondern auch den Sender in den Bergen. Das war der Feindsender London. Wer ihn hörte und nachdachte, dem kam die Zukunft düster vor. Das stand auch wegen des Zerbrechens Feindsender mit einem Bein im Zuchthaus. Die Meldungen kamen von Traben-Trabach an der Mosen und unser Bezirk wurde mit Quelle Siegbiet bezeichnet. Wenn diese Worte ertönten, befanden sich die Maschinen im Anflug auf unser Gebiet und da wurde auch die letzte Schlafmütze in den Keller gerufen. Manchmal geriet ein Bomber in das Licht der Scheinwerfer, da gab es keinen drinnen. Er hatte die Wahl zwischen Explosion oder trudelndem Abstoß. Eine lahmgeschossene Maschine, Einsatz Frankfurt, warf etwa Mitte 1943 im Tiefflug alle noch an Bord befindlichen Brandbomben ab, von denen ein Teil über Sachsenhausen niederging. Die Napalmbomben zündeten weder wegen der geringen Höhe nicht, aber die Stabbrandbomben. Dabei brannte der Heustall von Herrn Traut gänzlich ab und etwa 5 Brandbomben schlugen durch das Dach vom Block und zündeten. Beherzt wurden 2 gelöscht und 3 in brennendem Zustand in den Hof geworfen. Das erste Gebot des Luftschutzes war, dass sich deshalb auch entrümpeln, bereitstellen von Eimern mit Wasser und Sand und eine Volksluftschutzspritze. In Bombennächten standen die Sachsenhäuser vor den Häusern oder auf Wegen und sahen zu, wie unsere Städte Frankfurt, Mainz, Mannheim zu Asche verbrannten. Am 24.12.44 um 12 Uhr nachmittags griffen etwa 80 Liberator-Bomber den Rhein-Main-Flughafen an und wühlen ihn um. Durch Navigationsfehler des Pfadfinders wurden eine Menge Bomben zu spät ausgeklingt. Sie gingen in gerader Richtung direkt an der Flakstellung, die sich ruhig verhielt, vorbei in Richtung Sachsenhausen. Aber nach dem Spruch, der Herrgott muss ein Sachsenhäuser sein, drehte der Verband immer noch Bomben abregend scharf nach Westen ab und immer noch explodierten die Eier und so geriet auch die Ölmühle in Brand und brannte vollständig ab. Der Bau von, wenn es in den Bombennächten hoch herging, brummende Flugzeuge, brennende Städte, eifriger Flakbeschuss, platzende Schrappschnelle und ab und zu ein Bombe, der in die Scheinwerfer geriet und sich mit Nachtjägern Duelle lieferte, stand gewöhnlich die männliche Bevölkerung in den Haustüren und kommentierte das Geschehen. Wir Halbstarken, immer an Deck, hatten damals ein Hobby. Alles fällt ja bekanntlich nach unten, also auch die Splitter von den Granaten. Diese schlugen dann nach kurzem Zischen oder Pfeifen in die Erde, auf Dächer oder Straßen. Am nächsten Tag zog die Jugend aus, um dieselben zu suchen und auch zu finden. König war der, welcher den größten Splitter, den längsten Führungsring oder gar einen Zeitzünder fand. Gar manches Mal kamen wir zu spät zur Schule, da die Zeit im Jagdfieber vergessen wurde. Der Bau von Panzersperren war wegen unserer Lage nicht nötig. Die Sprengung der Autobahn Autobergbrücke unterblieb,
da die Pioniere unter Zurücklassung des Sprengstoffs verschwanden. Der wurde dann von den bösen Buben entsorgt. Am Anfang Mai, die Befreier waren schon durchgezogen, stand am Autowäsch ein Personenzug der Wehrmacht mit 3 verplombten Waggons. Plünderung war angesagt, Plomben auf und rein. Fazit, 2 Waggons gefüllt mit flackrigen Minigrößen, für die Männer unbrauchbar, aber für die jungen Mädchen und die jungen Knaben gerade noch passend. Im zweiten Waggon der Gag, bis unter das Dach gefüllt mit Achselklappen Luftwaffe. Deshalb hatten hier in Sachsenhausen manche Wohnzimmer einen wunderschönen Belag mit Achselklappen. Die erste Zeit unserer Befreiung stand unter dem Motto Waffen abliefern, Hausungen, Sperrstunde einhalten. Eines Tages rückte ein Pioniertrupp der Armee an. Herr Traut, genau dem der Stall abgebrannt war, hatte mit seinem Stück Feld zwischen Frankfurt und Sindlingen, Frankfurter Straße und Bahndamm, mit viel Mühe und Arbeit einen Erdbunker gebaut. Ein dumpfer Knall und der war Geschichte. In Schüssen aus Sindlingen, da wir ja den Pionieren folgten, wohnte mit Lebensgefährtin Paula und seinen Hunden der beiderseits beinamputierte Rentner Paul. Das Sprengkommando traf kurz darauf am Schützenhaus ein. Als Paul den Braten roch, schnallte er seine Prothesen an und ging im Nachthemd den Befreiern entgegen. Nach Diskussion, wegen Verständigungsschwierigkeiten abgebrochen, zeigte Paul seine Prothesen und legte sich mit dem Ruf nur über meine Leiche mitten auf den Weg. Vor so viel Mut die Segel streichen, zog die GIs wieder ab. So lebte auch das Schützenhaus. Kommen wir zum Ende einer weiß Gott nicht heroischen Zeit und lass uns auch mal an die denken, die nur ein paar Jahre älter waren, als wir in den Krieg zogen und nicht wieder zurückkamen. Nach Sprengung der Flakstellung, Doppelpunkt, flüchtende Flaksoldaten, zum Teil verwundet, wurden von Frauen in Sachsenhausen verbunden und auch mit Zivilkleidung versehen. Diese humanitären Taten sind würdig, nicht in Vergessenheit zu geraten. War es doch auch gefährlich, flüchtenden Soldaten zur Seite zu stehen. Wehrkraftsitzungen nannte man das und das war todeswürdig. Dem Alter nach hätten diese armen Teufel Söhne der helfenden Frauen sein können. Wenn sich heute nach oftmals langer Zeit zwei gereifte Männer und wohl jetzt gereifte Männer und wohlsituierte Damen treffen, ist ein Phänomen zu beachten. Man spricht sich nicht mit dem Vornamen an, sondern sagt, ei Gute, du Alter, sagst du heute wieder an. Dann erst kommt der Name, den man manchmal gar nicht mehr weiß. Und das finde ich persönlich so rührend, da noch im gestandenen Alter oder gerade deshalb diese Verbundenheit erhalten geblieben ist, die durch immer eine ganze Generation überdauert hat. Und so möchte ich am Ende meiner Ausführungen mit den Worten schließen, macht's gut, ihr Alten, auch ihr neuen Sachsenhäuser. Bleibt sauber und gute. Ja, vielen Dank, Eugen. Eine Nachfrage habe ich da natürlich auch. Du hast es ja geschildert, eindrucksvoll, wie du das damals, die Kriegsjahre, erlebt hast. Mich würde mal interessieren, kannst du dich noch daran erinnern, wie der erste Bombenalarm hier in der Hattersheimer Siedlung war und was du dann dabei gefühlt hast? Eigentlich ist die ersten Alarme, die wurden ja ausgelöst, da waren die Maschinen weit, weit weg gewesen. Also hat es niemand irgendwie für ernst genommen. Ernst ist es erst, wann, als die erste abgeregnet sind, als Frankfurt bombardiert habe. Oder wie gesagt, diese Notwurf da. Und das war doch immerhin ein dämliches Gefühl. Gut, alles klar. Dann sage ich mal vielen Dank und ich fand, er hat diese schwierige Thematik wirklich sehr eindrucksvoll und ausgezeichnet dargestellt. Dankeschön. Alles klar. Danke. Ja, auch den Quirin Lorenz möchte ich natürlich ganz kurz vorstellen. Er ist auch wohl bekannt, trotzdem die markanten Daten. Er ist auch in Hattersheimer, hat aber auch viele, viele Jahre in Hofheim gelebt, hat da den Schützenverein mitgegründet und lebt jetzt, man kann es eigentlich gar nicht glauben, außerhalb des Main-Taunus-Kreises, in Nauroth.
Er hat mir gleich gesagt, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, dass er in seinem Leben relativ fleißig war mit 6 Kindern, 14 Enkelkindern, 2 Urenkeln. Ja, man muss doch bei Nachwuchs sagen. Aber er wohnt zwar nicht bei Hattersheim, hat immer noch ein bisschen Verbindungen hierher. Das wird den Herrn Mohr freuen. Er ist immer noch eingeschriebenes Mitglied beim Wander- und Kulturverein. Und ab und zu schaut er mal in Hattersheim rein. Und heute erzählt er uns seine Erlebnisse an Hattersheim, Sachsenhausen. Ich tue euch nicht lang strapazieren. Erinnerungen an Sachsenhausen. Ich habe das bewusst, das Wort Erinnerungen gewählt, weil es das Sachsenhausen, so wie wir alten Ureinwohner es kennen, gar nicht mehr gibt. Fragt man heute einen Hattersheimer, sag mal, weißt du, wo eigentlich Sachsenhausen liegt? Antwort, was für eine Frage, natürlich, Sachsenhausen liegt bei Frankfurt. Es gibt nur noch wenig ältere Hattersheimer, die noch wissen, dass es auch ein Sachsenhausen in Hattersheim gab und auch heute noch gibt. Aber unser Sachsenhausen ist nicht mehr da. Es fehlen die Originale, die Menschen, die Kinder, die damals Sachsenhausen mit Leben erfüllt hatten. Da hat jeder jeden gekannt. Da war nicht nur der Nachbar nebenan, sondern auch gegenüber. Es war ja keine Straße dazwischen, sondern nur ein Hof. Man konnte sich also immer gut verständigen und miteinander reden. Wir Kinder hatten den größten Abenteuerspielplatz, den man sich denken kann. Und Kinder waren genug da. Fast jede Familie hatte 2 und mehr Kinder. Also unser Spielplatz fing an den Eisenbahnschienen, ging runter bis zum Main, in Richtung Zinklingen bis zum Welschgraben. Da gehörte der Autobersch mit seinen Tannenbäumen, die es heute nicht mehr gibt, dazu. Aber nur auf unserer Seite der Bahnschienen spielten wir. Das war die natürliche Grenze zwischen Hattersheim und Sachsenhausen. Genau wie in Frankfurt der Main eine natürliche Grenze zwischen Sachsenhausen und Frankfurt bildete, mit dem eisernen Steg und einigen Brücken, so hatten wir die Bahnschienen mit dem eisernen Steg. Wir hatten nur 2 Verbindungen ins Ort, wie wir zu sagen pflegten, denn Hattersheim war ja noch ein Dörfchen mit ungefähr 3000 Einwohnern. Eine Verbindung war der eiserne Steg und die andere Verbindung war der Bahnübergang am Posten 16. Heute im Netz kennzeichnbarer Weg, den die Radfahrer und die Bauern mit ihren Pferdefuhrwerken benutzten. Es gab noch einen Pfad an der Bahn entlang zum Bahnhof, den benutzten wir Kinder ab und zu, wenn wir zur Schule gingen oder wenn jemand mit dem Zug fahren wollte. Zum Einkaufen gingen wir ins Ort, zum Latscher. Milch holten wir noch in Kännchen beim Milchabt. Wenn manche Hattersheimer über Sachsenhausen oder über die Sachsenhäuser redeten, dann hörte sich das so an. Ach ja, die da draußen. Aha. Also für solche Menschen waren wir halt die da draußen. Aber das störte uns überhaupt nicht. Wir Kinder konnten uns da draußen austoben. Wir wuchsen quasi mit und in der Natur auf. Wir kannten im Feld fast jeden Baum. Wir wussten, wo es die besten Äpfel und Birnen gab. Zum Beispiel an der Müllkart auf der anderen Seite vom Autowerk stand ein schöner, großer Zuckerbirnbaum. So hatten wir unsere Anlaufpunkte. Da war die Kilianskau, die Tiefekau, die Kau, in der wir am meisten spielen, war beim Wollstadt oder am Kringereck. Wenn es hieß, wir treffen uns heute Nachmittag vorn am Eck, da wusste jeder, wo das war. Das war an der Erholung beim Läusepeter, die Backsteinwand von seiner Apfelweinkälterei. Das war im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen kamen, die windgeschützte und wärmste Stelle von Sachsenhausen. Da kamen auch immer einige Frauen aus dem Block, brachten sich Sitzgelegenheiten mit, setzten sich in die Sonne und strickten oder unterhielten sich. Wir Kinder spielten da Klicke, also Murmeln, oder Ball. Wir schossen mit unseren Krackeln auf Spatzen. Manchmal, wenn Wind war, ließen wir unsere selbstgebasten Dutt-Drachen steigen. Das waren Drachen aus Tüten und in Tütenform gefaltet. Übrigens, der Block, das war hinten in Sachsenhausen das lange weiße Haus mit den 4 Eingängen. Wusste auch nicht jeder, warum der Block heißt. Doch nach und nach wurden die Kinder erwachsen, heirateten und verließen Sachsenhausen. Als dann rundum alles zugebaut wurde, da verlor unser Sachsenhausen, so wie wir es kannten, sein Profil. Unsere Altvorderen starben alle weg und so gibt es heute kaum noch echte Sachsenhäuser, die in Sachsenhausen wohnen. Und das war's. Vielen Dank.
wenn Sie jetzt von Nauroth mal hier durch Hattersheim fahren und insbesondere durch Sachsenhausen, gibt es da eigentlich noch irgendwas, was Sie von damals in Erinnerung haben? Steht da noch irgendwas oder ist das mittlerweile alles weg? Normal ist alles weg. Der eiserne Steg ist weg, ist alles weg. Das Einzige, was noch steht, sind die Häuser, die Erholung. Naja, sonst ist alles ade. Gut, aber wir sind uns auf jeden Fall einig. Deswegen ist es gut, dass wir so Veranstaltungen machen mit so Leuten wie Ihnen, Herr Lorenz, dass wir uns erinnern, was damals passiert ist. In diesem Sinne, vielen Dank, Quirin Lorenz. Zum Menschen ist das Sauerkraut, das ist was für dich gut. Und in der Gruppe Hand ist noch der Mächte vorne dick. Der Wert mit Zügel ordentlich, das ist dann die Musik. Ja, ja, ja. So schön ist unsere Vaterstadt, das habt ihr dann gehört. Es kann doch nirgends schöner sein auf dieser großen Erde. Zusammen rufen wir jetzt aus und singen noch einmal. Jetzt wackelt gleich die Wand im Haus, probieren wir's allemal. Ja, 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 ja. Ja, auch die Frau Potschus möchte ich ganz kurz vorstellen, für die, die sie nicht kennen. Auch ein echtes Sachsenhäuser-Mädchen, aufgewachsen auch in Sachsenhausen. Und geboren. Und geboren, das dürfen wir nicht vergessen. Hat sich auch im Verein engagiert. Ihre Hobbys sind, wenn ich mich nicht ganz täusche, Musik und Literatur. Ja. Auch ein aktives Mitglied im Kirchenchor St. Martinus, wie so viele in Hattersheim. Sie hat einen ganz besonderen Vortrag vorbereitet, aber ich glaube, da sagt sie einfach gleich selbst was dazu. Ja. Dann bitteschön. Jawohl. Danke. Ja, zu dem Vortrag muss ich eine kleine Anmerkung machen. Der Vortrag ist nicht von mir. Der lag in meinem Briefkasten mit der Bitte von einem Sachsenhäuser Kind, euch den heute hier vorzutragen, und das möchte ich hier damit tun. Also fast acht. Ich bin ein Sachsenhäuser-Kind und darauf bin ich stolz. Denn mir Sachsenhäuser-Leute sind von einem ganz besonderen Holz. Heute will ich euch ein paar Erinnerungen erzählen, denn die dürfen auf so einem Fest nicht fehlen. Mir Sachsenhäuser war eine Einheit, das könnt ihr mir glauben. Und die Erinnerung an daran kann uns keine rauben. Wenn der Lauge Eugen war außer Haus, sind wir leise wie eine Maus in sein Mann satt geschlichen. Gegruselt hat's uns jedes Mal, denn dort stand im Wandregal bleich und fahl ein Todekopf. Uns wurde immer Angst und Bang, klotzte der uns schaurig an. Bis heute wissen wir noch nicht, wer das war und wo er hingeschafft hat. Getanzt und gelacht haben wir im Trockenraum. Das war früher unser Luftschutzkeller. Und an der Cap hatte wir unseren eichenen Kälbebaum. Mit dem geschmückten Leideware haben wir um sich rund um Sachsenhausen gemacht. Und ausgehöhlte Dickwartsköpp haben als Fratze gelacht. Wir haben Hickel gespielt, sind Seil gesprungen und haben dabei lauthals gesungen. Am Autobesch haben wir uns Höhle gebaut und im Feld die Äppel geklaut. Bis zum Dunkelwenn war mir draußen. Ich bin halt ein Kind aus Sachsenhausen. Viele Hunde hatte mir auch.
Mit denen ging und denen ging's gut, denn die hatte ihr Freiheit, die buddelte in de Kaut und war auch oft ihr Fell versaut. Ob de Greif, de Purzel, es Lotsche, de Lumbi, de Waldi, de Floppy und dann später es neut jetzt ihren Teddy. Mir spielte mit ihnen allen, das war doch klar. Die Hannelore und die Rosemarie, die hatte einen Gatte, das war ein Paradies. Es gab dort Äppel, Rhabarber, grüne Stachelbeeren und Gemüse. Und im Sommer, wenn so richtig heiß war, ein Gatteschlauch und ein Holzbitt zum Planschen für unser dreckige Fies. Hier durfte man spielen, bis es dunkel war. Und dann sind wir bei die Frau Schlotterbeck auf die Wiss und haben Maikäfer gefangen. Könnt ihr euch noch erinnern, wenn sie im Kästchen gekribbelt und gekrabbelt haben, wenn man sie so ans Ohr gehalten hat? Ja, und im Winter sind wir Schlitten gefahren. Der Bärchen Nuff und Runne. Wir sind in den Bauchplatsche gefahren und ein Puddelfässchen. Und Arne hat lauter gerufen als der Anne, Achtung, bahnfrei, ich komm. Es war schon eine lustige Schar, die Sachsenhäuser-Kinne. Die haben zusammengehalten, die Sachsenhäuser-Knibbelgatt gegen den Rest der Welt. Wer war das dann eigentlich, all die Kinne? Da war der Winterhermann, die Freundebube mit der Gertrud und der Renate, die Rissler-Mädchen, der Jakobswilli, die Schneider-Rosel und die Ulrichs-Mädchen, der Pfeile-Wenne, die Jakobs-Mädchen und der Friedel, die Hacker-Kinne, die Lauge-Inge, wenn sie bei ihrer Oma auf Besuch war, der Henninger-Heinz mit den Zwillingen, der Hedi und dem Edgar, die trübe Annemarie, wenn sie bei ihrer Vogel-Oma war, die Golde-Herbert und der Diede, der Moors-Hermann, die Donne-Mädchen und später die Gerhard Neudet, der Menge Waldemar, die Simonis, Liesel und der Fede, die Schlotterbecks-Mädi, die Müller-Kinne, der Kleppe-Helmut, der mit dem Kopf nach unten gehängt hat, der Hetzge-Reiner und die Angelika, die Lambes-Mädchen, die Hannelore und die Rosemarie. Ja, und auf der anderen Seite ging das ja weiter. Da war die Könke-Heidi, die hat oben in der Erholung gewohnt, das war eine tolle Wohnung. Ach ja, die Erholung, da komme ich noch einmal drauf zurück. Dann ging das weiter mit der Läschelieselotte, der Brustmannsnobbet, die Lorenz-Mädchen und der Quirin, die Traude Erika und der Erich, die Schmittebube und die Ella, die Baskwitz-Brigitte, der Nickelseins mit seiner Schwester der Ria, die süße Inge und die Karin, die Prager Magitta und die Regina, die Mäuerbube mit der Marianne und an der Eck die Freude Rita, die wohnt heute noch da. So, ich glaube, das waren sie alle. So, noch ein paar Worte zu der Erholung. Im Hof von der Erholung haben zwar wunderschöne große Kastanien gestanden. Und im Sommer kamen immer die Leute von Sindlingen mit dem Fahrrad, haben sich in den Hof oder die Kastanien gesetzt, ihren Äppelwein getrunken und ihren Handkäse gegessen. Im Herbst, wenn die Leute so viel gekältet hat, durfte man immer Süße trinken. Sei froh, die Anna hat es nicht so gern gesehen, aber der Peter hat sich nichts draus gemacht. Tja, der Leutze-Peter war ein guter Mann. Wenn der sei Kälteobst im Hof gelagert hat, sind wir heimlich hin und haben uns ein paar Äpfel schlibitzt. Der Peter hat es oft gesehen, aber er hat nie was gesagt. So, und dann ist die Siedlung gebaut worden und es kamen noch mehr Kinder dazu. Da waren die Stephansbube mit der Thea und der Veronika, die Belsa-Christel mit ihren Brüdern, die Ege-Renate mit ihrem Bruder, der Geisler-Willi und wir können es noch alle noch eine ganze Menge aufzählen. Mit allen haben wir uns gut vertragen. Und so manch Sachsenhäuser-Mädchen hat aus der Siedlung des Mann den Mann fürs Leben gefunden. Hat ihn geheiratet und ist dann glücklich geworden. Aber das ist ein Anne-Kapitel, das gehört eigentlich in ein Anne-Buch. Ja, du gutes altes Sachsenhäuser, wie schön, dass wir dich als Kinder hatten. Lieb Sachsenhäuser-Mädchen, das war dein Vortrag. Und wenn du jetzt hier irgendwo unter uns sitzt, pass mal acht, das ist dein Applaus.